und da die Lieferung nicht regelmäßig kommt. Ah ja, genau. Das sollten wir für ihn machen. Schiffsausrüstung. Kanone, Pulverfässer. So, die Sachen müssen wir machen. Da können wir mit Geld helfen. Oder wir können die Waffe holen. Und wir brauchen einen Schatz. Ei, könnten wir... Jetzt wollte ich bei Wilson Kanonenfutter holen. Aber der Sack hält sich strikt an das Embargo. Könnten wir theoretisch noch einen anderen... Ich will Wilsons Pistole kaufen. Was soll sie kosten? Wenn ich es mir so recht überlege, ist es vielleicht doch keine so gute Idee. Hast du Angst, ich bringe sie zu Wilson? Warum? Würdet ihr das tun? Was wäre so schlimm daran? Na schön. Wenn das so ist, wird es mehr kosten als nur Gold. Ich will den Beweis, dass ich einen Ehrenmann vor mir stehen habe. Nur ein Mann von Ehre soll das seltene Prachtstück besitzen. Mhm. Ich soll dir meine Ehre beweisen? Wie? Wir werden ein kleines Schießduell austragen. Draußen auf meinem Übungsplatz. Nur wenn ihr mir tapfer die Stirn bieten könnt, soll die Pistole euch gehören. Wir sollen uns gegenseitig erschießen? Nein, natürlich nicht. Ich werde euch ein paar Sachen zuwerfen und ihr versucht, sie zu treffen. Okay. Wenn ihr meinen Rekord schlagen könnt, habt ihr mich besiegt. Bist du ein guter Schütze? Der Beste. Komm, machen wir. Die Idee, ich bin dabei. Sehr schön. Dann sagt mir, wann es losgehen soll, mon Kapitän. Okay, dann lass uns das mal machen. Lass uns das Schießduell beginnen. Mit Vergnügen, mon Kapitän. Folgt mir. Ich habe Angst. Hast du schon gehört, dass er seine Pistole verspielt hat? Na, ihr hört die ganzen Dialoge sehr schön. Gut, dann machen wir das noch. Oh ja, das wird wohl hier stattfinden. So, da sind wir. Sagt mir, wenn es losgehen soll. Ich bin bereit. Ich bin bereit. Ah bon, dann hört mir zu. Ihr müsst wie 8 Treffer landen, dann gewinnt ihr. Attention, es geht los. Oha. Alter, was? Achso, ich kann auch einfach links drücken. Vielleicht ein anderes Mal? Okay, noch. Oh, ihr habt... Ich will noch... Ihr könnt es so... Aber es... Okay, ich muss nur... Schieß doch! Treffer. 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 Vielleicht ein anderes Mal? Drecksack. Oh. Ich will... Okay, das kriegen wir hin. Kann er Drecksack, du. Vielleicht ein anderes Mal? Ich hab 8, ich brauch 9. Ich will noch. Der hat aber auch doof geworfen am Ende. Ja, genau, den treffe ich nicht. Schieß doch! Was? Okay. Weg ist es. Beim nächsten Mal hast du vielleicht mehr Glück. Wie viele darf ich verschießen? Top 2. Der war zu hoch. Hätte er den mitnehmen sollen. Was? Nee. Vielleicht ein anderes Mal. Bringt nichts. Ich schaff das. Oh. Ich es. Was? Der war zu hoch. Schieß doch! Nein, Bombe. Was ist denn los mit dir? Schieß doch! Warum wirfst du so hoch? Worauf wartest du? Schieß endlich! Oh no,
So funktioniert das nicht. Ach so. Ich muss dann einfach schießen, okay. Hätte mir auch die Regeln erklären können, der kleine Sack. Was willst du denn? Alter! Ich hatte schon bessere Versuche. Nochmal. Mann, Schützenskills, Alter. Wow. Zu hoch. Nein. Beim nächsten Mal hast du vielleicht einer. Oh. Zwei darf ich verschießen. Ja, wirf doch noch weiter. Schieß doch. Ja. Schieß doch. Nein, Bombe. Oh. Unglaublich. Na, wie war das? Sacre bleu. Das hätte ich nicht gedacht. Ich ziehe meinen Hut vor euch. Danke. Verkauf mir Wilsons Pistole. Nun gut. Ihr mein Angebot. 1000? Bedenkt dabei, dass ich mich nur schwer davon trennen kann. Doch wie ich euch einschätze, werdet ihr euch das leisten können. Ich denk noch mal drüber nach. Ganz wie ihr wünscht. Ah, Moment. Zeig mir das. Sehr. Ich verkaufe dir wohl meine Sachen hier. Altes Schwert. Garganus haben wir noch. Hier unten so ein paar Sachen gefunden, ne? Ich meine, wir könnten die verkaufen. Ein Radschloss. Knochensäge. Oh. Ah, Wirkungsdauer. Na gut. Bloody Mary. Eine... Ein paar Fackeln noch verkaufen. Ich könnte alle verkaufen, ne? Aber ich weiß nicht, wegen den... Guck mal, ich verkaufe zwei davon. Und ich kaufe mir so eine... Warte. Verkauf mir Wilsons Pistole. Nun gut. Ihr... In Ordnung. Ich hole sie für euch. Sie liegt in meinem Lagerraum. Ein Moment. Okay. Dankeschön. So, hier ist sie. War mir ein Vergnügen, mit euch Geschäfte zu machen, mon Kapitän. Okay. Gut. Das ist ja verrückt, ne? Das ist schon teuer. Also wir hätten auch die Dame zu ihm schicken können. Hinten in seinem Lager auf. Wir hätten auch klauen können, aber... So gut sind wir nun auch nicht. Verschwinde endlich und lass mich mal... Mich wirst du so schnell nicht wieder los. Ich gehe hier nicht eher weg, bis du mir deine Kanonen verkaufst. Es gibt nichts, was ich von dir haben können wollte. Also, wenn du mir nichts anzubieten hast, brauchst du gar nicht wiederzukommen. Deine Waffe? Hä? Ich bring dir deine Pistole zurück. Ha, meinst du? Ich glaube nicht, dass Donovan sie dir freiwillig herausgibt. Schon gar nicht, wenn er hört, dass du sie mir bringen willst. Tja. Du hast Donovan wohl ziemlich verärgert. Der arrogante Arsch erpresst mich. Er behauptet, dass ich ihm Gold schulde. Und? Stimmt das etwa nicht? Das kann man sehen, wie man will. Er will erst das Gold, bevor er mir meine Pistole, die ich ihm zur Reparatur gab, zurückgibt. Hier ist deine Pistole. Frisch vom Büchsenmacher. Zeig her.
Mein Prachtstück ist endlich wieder da. Vielen Dank, mein Junge. Ich stehe tief in deiner Schuld. Jetzt werde ich das gute Stück aber nicht mehr aus der Hand geben, das schwöre ich. Guter Mann. Ich habe dir geholfen, jetzt bist du an der Reihe. Na gut. Ich werde dir einen Gefallen tun. Was willst du? Ich brauche Kanonen. Ich brauche Kanonen. Gut, ich werde dir eine Auswahl zum Hafenkai liefern. Da kannst du sie dir aussuchen. Und wehe, du meldest es dem Admiral. Nö. Er wird mich hüten. Okay. Und jetzt? Ja, mach du deinen Kram. Ich bin schon weg. Gut. Der kann uns ja nicht böse sein. Deal ist Deal. Ach, dann gehen wir mal ein bisschen in den Wald, ha? Wer bist du denn? Hey, Moment mal. Was ist los? Das ist hier wohl der Aufpasser. Du siehst nicht nach einem Kistenträger aus. Das Hinterland von Antigua ist gefährlich. Also pass auf, wo du hingehst. Ich komm dich nicht retten. Alles gut. Was ist draußen so gefährlich? Da laufen Viecher herum. Und neuerdings auch noch besonders hässliche. Die kommen aus dem Meer hier ans Land und machen mir das Leben schwer. Wenn du einen Spaziergang machen willst, geh lieber über den Blutschwurplatz. Okay. Was ist denn eigentlich dieser Blutschwurplatz? Er ist direkt neben dem Haus der Kapitäne. Früher wurde dort die Aufnahme neuer Piratenkapitäne gefeiert. Piraten, die sich dem Kodex widersetzten, wurden dort auch entehrt. Eine Entehrung endete vor unserer Zeit nicht selten mit dem Tod. Heute ist der Platz allerdings verwildert und dient den Jungs, um ihren Rausch auszuschlafen. Kennst du dich auf Antigua aus? Natürlich. Ich habe mein ganzes Leben hier verbracht. Aber es wird zunehmend gefährlicher. In letzter Zeit kommen immer mehr Monster an Land, die jeden angreifen, der ihnen im Weg steht. Der Kerl meint Maras Viehzeug. Ich muss höllisch aufpassen, dass nicht mal eins in die Stadt kommt. Früher gab es wesentlich entspanntere Zeiten. Erzähl mir was über das Hinterland. Etwas weiter hier geradeaus gibt es eine Quelle, an der die Wasserträger arbeiten. Am Oststrand fischen die Fischer. Am Weststrand hält der alte Mac nach Schiffen Ausschau. Und sonst gibt es hier und da ein paar Höhlen, Pflanzen und Viecher. Na gut, macht Sinn. Ist dir nie langweilig? Nein. Irgendwas gibt's hier immer zu tun. Und wenn nicht, dann genieße ich einfach die Sonne Antiguas. Was kann es Besseres geben? Gute Frage. Auf Kaperfahrt gehen? Warum? Auf Antigua kriegst du, was du willst. Und zurzeit habe ich auch genug zu tun. Ich bin froh, dass der Admiral mir diesen Posten gegeben hat. Ich brauche Sonne, Rum. Meine Ruhe, sonst nix. Was meinst du, warum diese Viecher hierher kommen? Man sagt sich, wir seien alle verflucht. Offenbar haben ein paar Piratenkapitäne irgendwo einen fiesen, schlafenden Hund geweckt. Ich habe schon ein paar richtig ungemütliche Kreaturen gesehen, das kannst du mir glauben. Und sie kommen immer zu den Menschen, als wenn sie genau wüssten, dass wir ihre Feinde sind. Gruselig, sag ich dir. Ich hörte, du stehst auf Grace. Aber klar doch. Wer in diesem Kaff tut das nicht? Männer. Warum willst du das wissen? Ist das etwa ein Verbrechen? Nein, schon gut. Ich suche einen Druiden. Du suchst Eldrick? Ja, richtig. Du hast ihn gesehen? Er kam hier vorbei. Ich habe ihn vor den Gefahren des Inlands gewarnt, aber er wollte nicht hören. Das ist ja auch Eldrick. Das ist jetzt aber schon einige Tage her. Wo wollte er genau hin? Ich habe ihn beobachtet. Er ging zum Bach, der durch Antigua fließt. Dann ging er Richtung Westen. Wenn du dem Bach folgst, wirst du ihn vielleicht finden. Danke. Das war mir eine große Hilfe. Tatsächlich? Pass lieber auf, dass dich nicht bald jemand suchen muss. Alles gut. Ich bin entspannt. Ich hab ja Patty dabei. Nicht wahr, Patty? Oh, diese doppelte Knarre. Ist sie gut. Sowas habe ich gesucht. Am besten in der Gatling. Ah, oh, mit einer Gatling würde ich jetzt so durchgehen. Alter, das ist schon wieder Dialoge. Wisst ihr, auf was ich keinen Bock habe? Dialoge Pirat. Mittlerweile. Hast eine Buddel voll rum für den Juten Miles? Yo, ich brauche Wasserfässer. Entschuldige, Kumpel. Ich kann ja kein Wasser geben. Versoffenes Schwein. Aber nicht so unfreundlich. Ich kann auch nichts dafür.
Solange Butch uns auf den Nerven geht, wird sich kein Wasserträger vom Platz rühren. Aber Wasser wird sowieso total überschätzt. Geh lieber zu Spencer in eine Taverne. Da kriegst du was Gutes. Was Gutes? Wieso wird man freiwillig Wasserträger? Naja, das ist so eine Sache. Es ist dir vielleicht noch nicht aufgefallen, aber ich trinke manchmal ein bisschen zu viel. Mutig. Sag bloß. Ja doch. Damals war ich noch ein Mitglied in der Crew des Admirals. Ich hatte abends nichts zu tun, da bin ich in eine Vorratskammer und hab gedacht, trinkst du mal was? Jo, und am nächsten Morgen hat er mich rausgeschmissen. Ja, ja, verstehe. Solltest du nicht besser arbeiten, statt zu saufen? Wieso? Ich hab Zeit. Und solange keiner vorwärts schreit... Vorwärts! Ah, nicht so laut. Ich höre dich auch so. Was wissen überhaupt? Ich brauch Wasser. Wie bringe ich euch dazu, trotzdem Wasser zu liefern? Mir ist egal, ob und wohin das Wasser geht. Hier hat nur keiner Lust, was aufs Maul zu kriegen. Butch passt nämlich auf wie ein Luchs, verstehst du? Ist er so hart? Geh doch mal hin. Dann weißt du, was ich meine. Okay, Miles, du hast ziemlich viel getrunken, würde ich sagen. Ja, ja, ja. Hey, was Butch. Ist? Hast du nichts Besseres zu tun, als mich anzuquatschen? Kein Grund, aggressiv zu werden. Ich bin nicht aggressiv. Warum schreist sowieso du? An? Ich brauche Wasserfässer. Es gibt nichts, bis der Admiral was anderes sagt. Auch nicht für dich, Kapitän. Arroganter Mistkerl. Was macht ihr hier eigentlich den ganzen Tag? Wonach sieht's denn aus? Ich passe auf, dass die Pfeifen da vorne vernünftig arbeiten. Die arbeiten doch gar nicht. Natürlich nicht. Solange der Admiral seinen Befehl aufrecht erhält, machen wir Pause. Gut. Wie sieht's weiter im Inland aus? Weiß ich nicht. War nie da. Mach doch mal was Interessantes. Wie ein richtiger Pirat. Und was soll das deiner Meinung nach sein? Kapitän werden und ein eigenes Schiff befehligen. Ich habe kein Interesse an Schiffen. Die gehen ja doch früher oder später unter. Ein Papagei dressieren und nur Zirkus. Skurril genug. Ich kann keine Papageien leiden. Die kacken mir nur auf die Schulter. Fechten lernen und durch Duelle dein Ansehen steigern. Wozu sollte ich fechten lernen, wenn ich meine Faust habe? Bruder. Mich tritt ja jetzt schon keiner mehr an. Dir ein Holzbein besorgen und so tun, als wärst du Veteran. Ich kann auch einfach hier weiter in der Sonne faulenzen. Lass mich in Ruhe. Du alter Kauz, ey. Warte mal. Okay, ich kann, ne? So, wir machen Proviant. Alter Vater. Schritt mal mit Miles. Miles, hast du eine Idee? Ist ein Herzchen, unser Butchi, wa? Ja, schlecht gelaunt wie sonst was. Hast du hier einen Druiden vorbeikommen sehen? Was? Druiden? Was ist das denn? Ich hab nichts gesehen. Frag doch mal Bill, den Aufpasser am Stadteingang. Nun. Er sieht doch immer alles. Wie bekomme ich Butch aus dem Weg? Weiß nicht. Schon mal mit Gold versucht? Ich kenne keinen Pirat, der nicht auf Schätze abfährt. Vielleicht kannst du ihn aber auch in die kleine Höhle oben im Osten locken. Weißt du was? Hier hast du einen Rob. Du bist ein guter. Danke, mein Freund. Knüppeln dir mal hinter die Kehle, hör mal. Lass dir schmecken, guten Appetit, au revoir. Ah, Memo. Und? Kriege ich jetzt auch was dafür? Noch ein Danke? Na toll. Diese Erwartungshaltung, ne?
Ich würde aber sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Vielen herzlichen Dank fürs Zuschauen und bis dann. Ciao, ciao.